die Grünen wählt, der wird sich später mal bitterste Vorwürfe machen. Wir müssen die unterschiedlichen Methoden genau analysieren, weil es eben nicht ein Krieg ist, der wie im 19. Jahrhundert geführt ist, mit Panzern alleine, sondern es ist ein hybrider Krieg, auch mit viel Propaganda, mit Fake News, man kann auch Lügen dazu sagen. Sondern Deutschland hat Emissionen von 9 Gigatonnen pro Einwohner. Bangladesch, das ist 10-mal mehr als Bangladesch zum Beispiel. Deutschland hat Pro-Kopf-Emissionen von 9 Gigatonnen pro Einwohner. Und wenn wir jetzt mit neuen Brennelementen neuen Atommüll produzieren und dann auch noch mit Atomstrom die Netze vollstopfen und dementsprechend Windräder abstellen müssen, dann machen wir das Land sicher nicht krisenfest. Die Pendlerpauschale beispielsweise, das habe ich ja auch schon gesagt, ist dann ein zweites Beispiel dafür, wo wir einfach nicht mitgehen werden. Das versuchen wir dann wieder zu konterkarieren. Das ist natürlich, also ein Anreiz zu geben, möglichst weite Distanzen zu fahren, ist klimapolitisch Wahnsinn. Das ist ja kein Anreiz, weite Distanzen zu fahren. Es zieht ja jetzt niemand weiter weg von seinem Arbeitsplatz, nur weil die Pendlerpauschale erhöht wird. Vielleicht nicht weiter wegfahren, aber wenn man den Benzinpreis um 3 Cent erhöht, die Pendlerpauschale aber um 5 Cent erhöht, dann lohnt es sich eher mit dem Auto zu fahren als mit der Bahn. Es muss ja genau umgekehrt sein. Man braucht einen Anreiz, in die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen und sie zu nutzen. Die Pendlerpauschale wird aber auch bezahlt, wenn man Bahn fährt. Ja, aber nicht, dann ist es ja nur die Erstattung des Bahntickets. Und die, oder wird sie dann, das weiß ich gar nicht. Aber die entscheidende Frage ist, ob man dann mit dem Auto einen Anreiz hat zu fahren. Und das, glaube ich, wird durch diesen Mechanismus vorgehen. Eine Laufzeitverlängerung wird es nicht geben. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Sonderproblem um? Und dieses Sonderproblem kann heißen, dass diese Brennstäbe noch ausgebrannt werden müssen, damit man in damit man in Bayern über die Runden kommt. Aber ich will auch mal sagen, was heißt über die Runden kommen? Das heißt nicht. Das heißt übrigens nirgendwo mehr, dass wir einfach so weitermachen können wie in der Vergangenheit. Da wird es sein, müssen möglicherweise, dass ein Hallenbad zumacht. Da wird es sein, dass Bürogebäude runtergeschaltet werden. Heute ist der Moment, in dem wir uns alle ehrlich fragen müssen, was sind in den nächsten Jahren die Folgen für mein eigenes Land? Aber auch, was sind die Folgen für mein Nachbarland? Oder ein Land, das Hunderttausende von Kilometern entfernt liegt? Wir müssen Wladimir Putin global isolieren, indem wir hier vor Ort unsere Häuser besser isolieren. Aber wir haben gesagt, wenn die russischen Aggressionen weitergehen, liegt Nord Stream 2 auf dem Tisch, dann kann diese Pipeline nicht einfach so gebaut werden. Nochmal ganz klar, um den Satz mal klar zu hören. Wenn die Russen in der Ukraine einmarschieren, passiert was? Ich habe gesagt, dann kann diese Pipeline so nicht weitergebaut werden. Aber die ist ja schon gebaut. Das ist eine abgestemmte Linie, die kann nicht ans Netz kommen. Deswegen sagen wir ja auch, wir wollen emissionsfreie Fahrzeuge haben. Und wir müssen natürlich mit den ganzen Begleiterscheinungen, selbst wenn du das jetzt nicht angesprochen hast, so Fragen wie Rohstoffe, Kobalt, wo kommt das eigentlich her, wie kann das eigentlich recycelt werden, müssen wir natürlich Antworten geben. Und da gibt es jetzt die ersten Batterien, die auf Kobalt verzichten können, auch wieder in China. Das sehen wir ja jetzt überall, dass Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Und das, wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach 2 Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz. Ja, man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. Ja, aber wie wollen Sie denn kein größeres Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? You have been asked before, but I would still like to hear your answer. Is there any chance of Ukraine being safe in the long term if Vladimir Putin is still leading Russia? If he doesn't change by what, 360 degrees? No. He can decide that he changes his course by 360 degrees. Weil die Atomkraft in den Netzen natürlich immer zur Verstopfung führt. Man fragt sich ja manchmal, wenn man durchs Land fährt, warum weht der Wind wie wild, also bei Ihnen in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, und die Windräder stehen still. Na, weil zum Beispiel der Atomstrom die Netze verstopft.
die weltweite Situation. Man kann ja sagen, da und da und da passiert noch das und das. Und das Finnland-Beispiel habe ich mir natürlich auch angeschaut. Aber es gibt auf der Welt kein Atomkraftwerk, was wirtschaftlich funktionieren würde. Es gibt aber was anderes, das können wir gerade sehen. Es gibt heute die Berichte dazu, dass wir sozusagen am positiven Kipppunkt sind. In China gehen die Autohändler gerade pleite, weil sie immer noch auf Verbrenner gesetzt haben. Die wissen, sie müssen jetzt elektrisch werden. Das führt in einer digitalen Welt dazu, dass auch in den nächsten 10 Jahren die Frau nicht nur bei ihrer Sparkasse nicht genannt wird, sondern es führt dazu, dass zum Beispiel bei einer Kreditkarte ein Ehepaar, wo die Frau Alleinverdienerin ist und der Mann gar nichts verdient, automatisch durch den Algorithmus so eingruppiert wird, dass sie keinen Kredit aufnehmen kann, ihr Mann aber schon. Weil nämlich dieses Bild im Kopf ist, bei der Sparkasse oder bei einem Algorithmus der Zukunft, dass der Mann der Alleinverdiener ist. Deswegen all diese Fragen sind tiefgehende Fragen, die sich in Gesetzen widerspiegeln müssen. Und wer dazu nicht bereit ist, das zu verändern, der kann nicht 80 Millionen Menschen repräsentieren. Und wir haben, und das ist neu, das ist auch interessant für Start-ups und Unternehmen, zum Beispiel Rechenzentren, große Supermärkte, die dann als Energieerzeuger in den Markt reinkommen. Und wenn eine Kühlung zum Beispiel bei einem riesengroßen Produzenten von minus 22 Grad in Zukunft dann auf 20 Grad, minus 20 Grad runterkühlt, dann ist das Hühnchen immer noch kalt. Aber wir können an der Grundlast des Netzes, und das war mein Punkt, so stabilisieren, dass sich im Netz die unterschiedlichen Akteure ausgleichen. Verkürzt, ja, das Netz wird in Zukunft, die verdrehen die Augen, aber so ist es, in Zukunft wird das Netz eine Rolle auch bei der Speicherung spielen. Ganz ehrlich, solch eine Politik mit solchen Leuten, so viel Inkompetenz, Leute in der Bundesregierung, die noch nie gearbeitet haben, von nichts eine Ahnung haben, die solche Grütze von sich geben, ist unfassbar. Die erste Voraussetzung, um Politiker in einem hohen Amt zu werden, muss sein, dass die Person aus diesem Ressort kommt und auch jahrelang in seinem Leben gearbeitet hat. Das ist das Wichtigste. Dann hätten wir nicht so viel Inkompetenz.